Hallo zusammen und willkommen zurück hier bei The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Ja, wir machen hier weiter. Vor Hyrule. Mit Midna, deren Leben gleichermaßen aber auch das Ableben von Zelda bedeutet. Es ist so viel passiert beim letzten Mal, oder? Das muss man erstmal Revue passieren lassen. Einfach unglaublich. Was mich aber viel mehr interessiert, wäre die Frage, ob wir warpen können. Die Antwort ist ja. Das heißt, wir reisen dann erst einmal hier nach Kakariko und werden uns, bevor wir uns nach Firole aufmachen, erstmal hier um die okkulte Kunst kümmern, die wir hier beim letzten Mal übersehen haben. Oh Mann. Zato. Ah! Monster, nichts! Nichts wie weg hier! Okay, die ganze Stadt ist geräumt, wie es aussieht. Kann uns relativ egal sein, da wir ja... Kommen wir da überhaupt hoch? Moment mal. Wir kommen da gar nicht hin, oder? Wir müssen, wenn schon, von dem Todesberg ausgehen. Ja, ja, überleg mal. Da kommt doch gleich diese Kletterwand, die wir hochklettern müssen. Ohne Midnas Fähigkeit. Oder Midna würde uns hochhelfen. Ich weiß es nicht genau. Das sieht da schon besser aus. So. Und im Wald von Firole sollen wir also das Masterschwert erhalten. Ich habe da so meine Zweifel, als würde das so gut funktionieren, aber wir werden es herausfinden. Komm schon, hoch da. Hoch da. Und hoch da. Autsch. Das funktioniert aber scheinbar. Oben, Mitte, unten. Oben. Okay. Ging besser als beim letzten Mal. Ja, wie gesagt, die okkulten Fähigkeiten, die hätten wir eigentlich schon früher holen können. Hab ich ein bisschen verschlafen, muss ich zugeben. Okkulte Fähigkeit Nummer 3. Wie klasse das einfach aussieht, oder? Hier mit dem Wald, seht mal. Das ist wahrscheinlich Firole, oder? Das war nix. Sehr schön. Und da ist der Todesberg im Hintergrund. Du sollst eine der okkulten Künste kennenlernen. Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen. Jedes Mal aufs Neue ein wahnsinnig toller Moment, wenn sie beide anfangen zu heulen, oder? Oder zu jaulen. Ne, in Ordon? Seht mal, hier, bei Firole. Ist ja interessant. Na gut, ich überlege gerade, dann können wir doch eigentlich jetzt wirklich da auch hinreisen, oder? Hier gibt es 8 Geisterseelen, verstehe ich das richtig? Aber die können wir sowieso nur nachts sammeln. Okay, einmal rauszoomen, einmal reinzoomen, einmal Portale einblenden und auf
zur Ordon-Quelle. Ja, denn wir müssen versuchen, irgendwie wieder die menschliche Form anzunehmen. Und ihr habt ja gehört, was Zelda gesagt hat, wenn überhaupt, dann hier. Komm wieder zu mir, wenn du ein Schwert in der Hand hältst. Okay, wenn du das sagst, mein Lieber, dann werden wir das tun. Ich glaube, hier sind wir falsch, denn Firone war gar nicht hier. Hö? Ach, Firone war hier vorne. Ich erinnere mich. Entschuldigung. Ach, mitten aus, machen wir nur. Wir legen uns mit Saturn an. Eine Meister der Magie. Naja gut. Solange es funktioniert, funktioniert es ja, oder? Und hier ist die Musik so schön, oder? Ach ja. Okay, hier sind wir an der Quelle. Ich bin verwirrt. Das Masterschwert findest du im heiligen Hain, tief im Inneren des Waldes von Firone. Finde das Schwert und brich den Fluch, der auf dir lastet. Ist damit der Waldtempel gemeint, vielleicht? Wirklich? Koko? Koko-Koro, oder? Das ist aber seltsam, dass sich ein Wolf hierher verirrt. Du bist aber ein feines Tierchen. Brav, brav. Ach, gar keine Angst vor uns mit seinen süßen Vögelchen. Okay. Hier kommen wir immer noch nicht durch. Wir können hier wühlen, aber wir brauchen weder Herzen noch Rubine, daher lassen wir es mal lieber. Ja, ich vermute einfach mal, oder ich hoffe einfach mal, dass dann mit dem Wald von Firone tatsächlich, da kommen wir zur Hyrule-Ebene. Dann vermute ich mal, dass mit dem Hain tatsächlich hier der Waldtempel gemeint ist. Aber wo soll da das Masterschwert sein? Na gut, wenn das Spiel sagt, Wald von Firone und Hain, dann muss es ja im Wald von Firone und im Hain sein. Und da bleibt ja eigentlich nur... Wir reiten hier mal ganz schnell durch. Da bleibt ja eigentlich nur der Waldtempel. Ich habe zwar keine wirkliche Ahnung, das ist auch nur eine bloße Vermutung von mir, aber... Ich schätze mal, dass wir hier ganz... richtig sein müssten. Her mit der Geisterseele. Way! 2 von 20. Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass wir hier überleben. Da hätte ich mit Midna springen müssen. Aber interessant, dass hier wieder der Nebel des Grauens eingekehrt ist, oder? Yeah.
Ohne Mütter wären wir jetzt ziemlich aufgeschmissen, oder? Wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass der Waldtempel die richtige Wahl ist. Ich habe wirklich keine Ahnung, aber wenn nicht hier, wo dann? Die Rede war definitiv von einem Hain und das muss doch dann hier sein. Oh Mann, was für eine Zumutung, hier jeden Tag im Laden zu hocken. Kann ich mir vorstellen, mit deinen Rasterlocken. Okay. Wir sind richtig. Was? Was ist das denn? Heilige Schande, nee. Hast du mich gerettet? Vielen Dank. Jenseits dieser Schlucht habe ich einen wunderschönen Wald entdeckt. Aber als ich versuchte, ins Innere des Waldes zu gelangen, griff mich plötzlich diese Kerle von eben an. Was mag nur in diesem Wald sein? Es war wirklich ein wunderschöner Wald. Du weißt schon, der Wald, den ich auf der anderen Seite der Schlucht gesehen habe. Falls du auch dorthin willst, pass gut auf dich auf. Dein Geruch erinnert mich an irgendwas. Du riechst wie der Prinz mit dem grünen Gewand, der mir einmal geholfen hat. Ist das so, ja? Wer war das nur? Mitner? Das Masterschwert findest du im Heiligen Hain, tief im Inneren des Waldes von Firone. Finde das Schwert und brich den Fluch, der auf dir lastet. Nee, Mitner, ich stehe falsch. Hier. Wenn man diesen Abgrund überwindet, gibt es noch einen Wald. Wie wär's, Richard? Sollen wir uns mal ansehen? Ich weiß ja nicht, Mitner. Boah, was wir ohne sie nur tun, oder? Wow. Weg mit euch. Okay, schnell weiter. Das ist tatsächlich noch ein großer Teil des Waldes. Und wie süß Link nach oben guckt. Na komm schon, dreh dich. Das ist nie passiert. So. Das gerade ist nie passiert, Leute. Und einmal pusten, bitte. Ganz oben, unten, oben, unten, Mitte, oben. Nee, nochmal. Ist echt schwierig. Also, danach kommt ganz oben, ganz unten, Mitte.
Oben, unten. Oben, unten, Mitte, oben. Okay. Das ist schon schwieriger. Das ist schon schwieriger gewesen. Gut zu wissen, dass wir auch mehrere okkulte Künste gleichzeitig auf der Karte freischalten können. Es ist so toll gemacht, oder? Es sieht einfach so super aus. Oh, ist das toll. Boah, Leute, das Spiel ist so super. Ohne Spaß. Genießt es. Du sollst eine der okkulten Künste kennenlernen. Mit dem Schwert in der Hand sollst du mich erneut suchen. Oh, ist das toll. Ist das toll. Ich sag ja, Zelda ist schon was ganz, ganz Besonderes, oder? Wald von Firone. Oh. Okay. Aber hier auch, ne? Genau, an beiden Stellen. Okay. Ich halte immer ein bisschen die Augen offen, ob wir nicht hier irgendwo auch, noch Sachen für unsere gute menschliche Gestalt finden. Ich bin mir ganz sicher, wir werden nicht lange in der Wolfsgestalt bleiben. Heiliger Hain. Ist das schön hier. Und erneut Mitte, oben, unten, Mitte. Das war blöd. Okay. Dass hier direkt wieder eine okkulte Kunst ist, aber verwunderlich, oder? Oder es ist gar keine okkulte Kunst, sondern ein heiliges Ritual. Hä? Ach du Schande. Die waren jetzt schon ein bisschen gruselig, oder? Diese komischen Puppen. Aber ist das hier schön und die Musik dabei. La 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 la. Du Schande. Gemeinsam mit Midna gar kein Problem. Also ich kann euch nur empfehlen, wirklich mit Midna zu kämpfen hier an diesen Stellen. Es gibt hier keine Karte übrigens. Okay, den haben wir erwischt. Was ist das denn für einer? Midna, sag doch mal was. Uah.
Hier sind sicherlich überall Rubine versteckt, seht ihr, aber wir brauchen die einfach nicht. Oh, ist das schön hier. Aber was hast du das für seltsame Puppen? Ich habe jetzt keine Angst vor denen, aber... So ein bisschen schaurig ist das ja schon. Von hier kommen wir, oder? Okay, wir kommen da nach oben. Weg mit dir. Mit, ne? Also Richard, auf normalem Weg schaffst du das nie. Bilde einen Bandkreis und mach sie alle auf einmal fertig. Es geht auf normalem Wege schon mitten, aber es ist halt nur sehr anstrengend. Okay, hier kommen wir auch noch nicht weiter. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Moment, ist hier lang gegangen, oder? Der ist hier weitergegangen. Da ist er. Ich versuche mal instinktiv hier irgendwie zu ihm zu kommen. Wow. Weg mit dir. Blöder Puppenspieler. Aber schönes Blättchen auf dem Rücken. Schon sehr gruselig, irgendwie. Moment, wie geht's jetzt weiter? Ich bin mir immer unsicher, wo er langgelaufen ist. Ging's da oben weiter, oder? War das hier der Weg? Ich höre ihn schon wieder. Jetzt ist er bestimmt hier oben, oder? Es ist alles ein bisschen verstrickt hier. Ah, jetzt geht's hier oben weiter, seht mal. Da ist er und spielt seine blöde Musik. Lass es sein. Ich finde es ja nicht so lustig. Ah ja, jetzt sind wir direkt wieder hier. Ja, das sieht schon eher nach einem heiligen Hain hier aus. Da ist er. Hab dich. Diese gruseligen Puppen, verdammt. Meine Güte, du... Mistding.
Das werden immer mehr, oder? Na komm, verschwinde. Ich glaube, ich muss nur darauf warten, dass er... Genau. Er muss die herbeibeschwören, während er auf einer niedrigen Plattform ist. Es werden immer mehr. Ist er der Wächter des Masterschwertes? Soll ich das so verstehen? Na komm, spiel ein Liedchen. Das war's. Hihi, fang mich doch. Kann doch nicht wahr sein. Oh Mann, was für Ruinen wir hier haben. Wunderschöne alte Ruinen. Okay, und wir haben auch wieder eine Karte. Hä? Ist das der Weg zum Master Sword? Da ist ein Insekt, da kommen wir aber so nicht dran. Ich glaube, da oben war das andere Insekt, merken wir uns. Wir haben hier auf jeden Fall Insekten. Heulen. Da ist auch das Triforce-Symbol. Wow, Triforce. Wir sind die, die über dieses Gebiet wachen. Führe uns zurück dahin, wo wir dereinst gestanden haben. Tust du das nicht, bleibt dir der Weg in den heiligen Hain verschlossen. Okay, sie dürfen uns nicht zermanschen.
Das ist echt kompliziert, sehe ich gerade. Ah, wir schaffen das schon. Tada! Du führtest uns zurück auf unseren rechten Platz. So mach dich nun bereit. Tritt ein in unser Heiligtum.